Willkommen auf meinem Kanal, ich möchte euch heute hier diesen Fiat Agri F130 hier vorstellen. Der kostet hier 62.000 Euro in der Anschaffung, so wie jetzt da steht, und 3.162. Ja, er ist 40 km/h schnell und hat hier eine Leistung von 130 PS, entsprechend hier 96 kW. Wir haben den Reifenhersteller Trenneborg hier drauf und Reifenvariante haben wir jetzt hier. Also den 460 85 R38, dann haben wir den gleichen nochmal hier mit also hinten Zwillingsbereifung. Dann hier den 520 85 38, dann als nächstes wieder mit der Zwillingsbereifung hinten. Dann, wie wir sehen, hier den 520 70 38. Und dann wieder mit die Zwillingsbereifung hinten. Ja, dann haben wir den 580 70 38. Und dann das gleiche noch einmal hier mit die Zwillingsbereifung hinten. Dann haben wir hier einmal variabel. Einmal hier geschrieben, da haben wir hier 665 38. Und dann hier 650 65 38 variabel. Dann haben wir jetzt hier geschlossene Felgen. Dann hier Breitreifen. 865, 38. Und dann hier Pflegebereifung Zwillings hinten. Oder hier einfacher, wie wir sehen. Und dann sind wir hier wieder bei Standard. Dann haben wir als nächstes hier Mitas. Dann Michelin. Diesen 665 38 variabel, dann hier 650 65 38 variabel, dann hier die geschlossenen Felgen und wieder hier die variabel, sind wir wieder bei Anfang an. Dann haben wir als nächstes wieder hier unseren Trenneborg. Ich denke mal, denn wir werden den dann nachher uns so mal nehmen. Dann haben wir hier mit Schmutzfinger. Dann hier hinten mit der Rundumleuchte links, dann haben sie rechts oder hier beidseitig. Dann ziehen wir den mal so runter. Dann haben wir als nächstes hier vorne hier mit Frontgewicht 400 Kilo oder Fronthydraulik oder hier vorne nur mit der Plattform. Wir nehmen hier uns das mit der Fronthydraulik, dann mit der Motorausführung. Ich denke mal, wir werden den uns einmal so kaufen. Dann vorne ohne. Dann haben wir noch die Möglichkeit, hier uns vorne hier eine Frontladekonsole. Dann nehmen wir hier die Fronthydraulik weg. Nehmen wir hier diese Plattform. Dann haben wir noch die Möglichkeit, hier den mit 120 PS hier und 88 kW zu kaufen. Und dann hier mit 110 PS und 81 kW oder hier mit 100 PS oder dann hier mit Turbo. Oh, Turbo. Ja, wollen wir Turbo haben, gell? So, nehmen wir uns hier unseren Turbo. Der hat 128 PS, entsprechend hier 94 kW. Dann haben wir den gleichen noch einmal 118 PS in 87 kW. Ja, dann haben wir als nächstes hier mit 108 PS den Turbo und 79 kW. Und dann wieder hier unseren Standard. Ja, dann schauen wir mal ganz kurz mit anderen Reifen uns das Ganze noch an. Also er hat nur hinten, wie wir sehen, hier unsere Zwillingsbereifung. Da werden wir einfach hier mal den da so nehmen. Und ich glaube, ich dürfte dann eh alle gekauft haben. Das sehen wir jetzt eh jetzt da. Das haben wir jetzt da hier. Ja, wir haben jetzt dieses Modell dreimal gekauft. Wir fangen an. Kommt jetzt unsere Frontladekonsole. Ach, habe ich den doch nicht gekauft mit der Frontladekonsole? Blöd. Ja, dumm gelaufen. Werden wir uns nochmal hier schnell den hier uns kaufen mit unserer Frontladekonsole. Da mal hier an. Ich wollte ja unsere Frontladekonsole hier haben. Und weil das erstmal hier testen. Da haben wir hier unsere Frontladekonsole.
Bremslicht funktioniert schon mal. Quietschhupe funktioniert. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Fuchs überfahren! Da haben wir hier auch unsere Sperre drin, wie wir sehen. Ja, die Hände sind ein bisschen sehr weit weg. Wir stellen jetzt den einfach hier mal hier hin. Schauen uns das gute Stück ja auch jetzt gleich von außen an. Wir können hier mit der rechten Maus hier das Dachluke öffnen. So. Zack. Die Bohne. Das ist jetzt hier auch mit 130, steht schon mal hier da. 53 km/h sind hier eingetragen. Oh, scheint schon mal hier nicht zu kippen und umleuchten funktionieren. Achse. Ja. Ist schon mal ganz okay, das Ganze. Bisschen Spiel ist drauf. Testen wir jetzt hier vorne unsere Frontelektraulik. Dann gehen wir gleich hier auf unseren hinteren Attacher. Ui. Sind wir hier. Das passt schon mal soweit das. Und natürlich hier genauso. Jetzt kommt hier unsere Heckelektraulik nochmal zum Einsatz. Ja, ein bisschen hoch, aber geht schon. Bin ich mal gespannt, ob der Sound dann auch anders da ist. Klingt aber gleich. Schnell ist er auch gleich. Also ich höre hier nichts von Turbo. Also ich hätte mir erwartet jetzt einen Turbo-Sound. Innenansicht, ja. Spiegel, ja, ein bisschen so milchig. Aber es sind mit Funktion. Das Ganze. Innen drin ist leider nichts animiert. Armaturenbrett auch nicht beleuchtet. Bremslicht, ja, geht. Sieht man schon von innen aus. Und jetzt der hier mit unserer Zwillingsbereifung. Also sehen wir schon hier Spurenmachter. Wir machen jetzt dann natürlich unseren Lichttest. Einmal F, zweimal, dreimal, viermal. Vorne Numbit 5, hinten Numbit 6. Da gehen hier vorne noch die Scheinwerfer an. Blinker. Und innen drin auch nichts zu sehen. So, dann gehen wir wieder retour. So, da. Da ist die Kollision, das sehen wir gerade. Ja, ich bin schon ein bisschen nah dran, aber es wäre normal gegangen. Da sieht man, also die Kollision ist schon ziemlich stark.
Ja. Von Textur her, ja, sieht da ordentlich soweit das aus, wie wir sehen. Schauen wir uns jetzt die Lok mal an. Das immer leider haben wir hier also Warnings drin mit die Reifen auch noch. Wird schon mal hier geschrieben, Mietersbereifung haben wir hier drin stehen. Das mit dem Loden, ja, wie wir hier leider sehen. Also fehlerfrei ist er nicht. Aber die Reifen, wie wir sehen, sind ja vorhanden. Das ist ja schon mal das, was Gutes. Ja, ist nicht selbstverständlich. Manchmal sind doch, wie wir gesehen haben, die Reifen doch wiederum geklaut. Aber ist wieder eine andere Geschichte. Wer meine Videos schaut, er weiß ja, was ich meine. Ja, wenn euch hier mein Video natürlich gefallen hat, würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz, bis zum nächsten Mal.